Und bei dir in der Sendung, das Einladen von so Leuten wie Hendrik Streeck und Alexander Kekulé, wo man fachlich wirklich sagt, das ist keine gute Idee. Wer sagt und das? Die Leute, die Ahnung haben davon. Ich finde es schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite sehen. Und es gibt Meinungen, die sind so durchtränkt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von Dingen, die nichts damit zu tun haben, und zwar ersichtlich, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen. Kritische Stimmen sind nicht erwünscht, man soll ihnen keine Plattform bieten. Sie werden als menschenfeindlich dargestellt. Wohlgemerkt meint Herr Böhmermann hier nicht irgendwelche radikalen Spinner, sondern renommierte Wissenschaftler, die einfach Dinge zu Corona anders sehen, die skeptisch sind gegenüber gewissen offiziellen Theorien, die sie anders interpretieren. Das Beispiel hier mit Jan Böhmermann ist nur eines von sehr vielen. Ja, warum das so gefährlich ist, wenn kritisches Denken derart diffamiert wird und was es mit diesen beiden Herren zu tun hat, Augustus und Cäsar, das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Laut Wikipedia steht Critical Thinking für vernünftiges, reflektierendes Denken. Es geht dabei um die Rolle des Bürgers in seiner Fähigkeit zu kritischer Auseinandersetzung in einer Demokratie. Fragen stellen, nach alternativen Hypothesen suchen, nicht alles akzeptieren, was in den Medien präsentiert wird. Ja, kritisches Denken war in den westlichen Gesellschaften stets als etwas sehr Wichtiges und Positives gesehen worden. Es bedeutet nämlich, dass die Bürger wach sind und involviert. Es widerspiegelt ihr Engagement bei wichtigen politischen oder kulturellen Prozessen. Seit etwa 1,5 Jahren ist kritisches Denken, Zweifel haben, skeptisch sein, aber nicht mehr erwünscht. Es wird sogar verteufelt. Ganz normale Menschen, die halt bei gewissen Dingen Bedenken haben, die werden in eine üble Schublade gesteckt. Das Wort Skeptiker wurde quasi zum Schimpfwort. Ja, dabei war es ja in der Menschheitsgeschichte immer so, dass es eigentlich oft genau jene Personen waren, die Neues angestoßen haben oder Dinge entlarvt haben, zu Fortschritt beigetragen haben. Sie waren stets neugierig, sie haben kritische Fragen gestellt, sie haben offizielle Sichtweisen oder auch das gängige Narrativ in Frage gestellt. Das waren kritische Geister und ja, sie sind oft auch gescheitert. Aber warum soll das alles plötzlich schlecht sein, nur weil sich ein Virus in der Gesellschaft eingenistet hat? Um es ganz klar zu sagen, ich spreche hier nicht von radikalisierten Gruppen oder Menschen. Und natürlich gibt es gefährliche Verschwörungstheorien und ja, Leute können durch falsche Informationen verführt werden und sich dadurch radikalisieren. Darum ist es auch gefährlich. Und ja, man kann es mit der Skepsis auch übertreiben. Man kann Dinge leugnen, die einfach mal erwiesen sind. Aber diese Gruppe von Menschen, diese Menschen meine ich hier in dem Video nicht. Die meisten, die heute im Zusammenhang mit Corona diffamiert werden, solche Personen, die jetzt da Böhmermann in dem Zeitvideo anspricht, aber auch sehr, sehr viele weniger prominente Zeitgenossen, sind weder Virusleugner noch notorische Impfgegner, die irgendwie ihre schräge oder gefährliche Weltanschauung unter die Leute bringen wollen. Ja, und natürlich ist eine gesunde Portion Skepsis angebracht. Skeptisch sein kann man zum Beispiel, wenn eine Regierung sagt, wenn alle geimpft sind, die es möchten, dann kehren wir zur Normalität zurück. Ja, also alle sind geimpft, die es möchten, aber der Normalzustand, der ist nicht zurück. Skeptisch kann man sein, wenn es jetzt mehr oder weniger eine Zweiklassengesellschaft gibt. Ungeimpfte können einige Dinge nicht mehr tun, das Leben hat sich für sie verkompliziert. Führt eine solche Einteilung in zwei große Gruppen oder eine größere und eine kleinere nicht möglicherweise eine tiefe Spaltung der Gesellschaft herbei? Skeptisch kann man sein, wenn gemäß Daten auch geimpfte Menschen das Virus zwar weniger, aber trotzdem übertragen können, also andere Menschen auch anstecken können, aber die Geimpften nicht belegen müssen, dass sie nicht infektiös sind. Ist es jetzt also menschenfeindlich, wenn ich frage, wenn ein Geimpfter infektiöser in ein Restaurant geht, ist das dann weniger gefährlich, als wenn ein getesteter, gesunder, ungeimpfter ins Restaurant geht? Und warum? Ihr seht, ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil es ist ja eigentlich eine ziemlich depperte Frage, aber ich stelle sie mir dennoch. Skeptisch kann man sein, wenn es an Selbstkritik bei der Regierung mangelt. War so etwas Drastisches wie die Ausgangssperre in Deutschland wirklich
gerechtfertigt oder das quasi Berufsverbot für viele Menschen? Hätte es nicht bessere Wege gegeben? Skeptisch kann man auch sein, wenn sogar das Wort Eigenverantwortung quasi zum Schimpfwort mutiert ist. Natürlich gibt es einmalige Ereignisse und insbesondere wie zu Beginn der Pandemie, als noch kaum Daten vorhanden waren. Aber warum ist es für so viele Menschen wichtig, dass der Staat uns jedes Lebensrisiko abnimmt? Für unsere Lebensrisiken müssen wir doch auch Eigenverantwortung übernehmen. Skeptisch kann man sein, wenn der Staat und mit ihm die Medien als Sprachrohr immer wieder die Überlastung der Intensivbetten anbringen. Dann aber Informationen darauf hindeuten, dass es für einige Intensivstationen monetäre Anreize gab, Zahlen von Intensivbetten künstlich klein zu rechnen, also zu manipulieren. Man kann es hinterfragen, wenn zweijährige Kinder Masken tragen sollen, wie in New York. Soll man da als Vater oder Mutter wirklich nicht misstrauisch sein, ob der Staat hier tatsächlich im besten Interesse eines jeden Individuums handelt? Skeptisch sein kann man gegenüber der Impfung für Kinder. Eine Studie deutet an, dass die Nebenwirkungen der Pfizer-Impfung für gesunde Jungen zwischen 12 und 15 risikoreicher sein könnten als jene von Covid selbst. Auch wenn es eine seltene Nebenwirkung ist, das Risiko, dass diese Teenager wegen einer impfbedingt ausgelösten Entzündung des Herzmuskelgewebes ins Spital müssen, sei größer als die Gefahr, durch Corona ins Spital zu müssen. Wenn du also jemanden Skeptiker schimpfst, der die Impfung für Kinder kritisch sieht, dann halte ich das für problematisch. Ja, und zu guter Letzt, man kann skeptisch sein, wenn eine Regierung nun im Alleingang über für Menschen lebenseinschneidende Maßnahmen verfügen kann. Ja, jetzt erklärt man es mit Notlage. Jetzt ist es im Sinne vieler Leute, dass der Staat über diese Stärke verfügt. Nur, das wird ja nicht der letzte Virus sein und es werden andere Themen kommen. Was ich sagen will, wenn man einmal in diese Richtung geht und dem Staat so viel Macht gibt, dann ist es schwer, es wieder rückgängig zu machen. Egal ob Wirtschaftskapitän oder Politiker, sobald Menschen Einfluss haben, Macht, Geld und all die Annehmlichkeiten, nützt man diese Macht aus und schränkt die Freiheit von anderen ein. Es ist ein menschlicher Zug. Und nochmal, und ich möchte das betonen, weil das sehr wichtig ist, all diese Fragen, das Zweifeln, das Misstrauen, damit kann man natürlich auch falsch liegen, das ist gar keine Frage. Aber es geht ja darum, kritisches Denken, Zweifel zuzulassen, es nicht abzuwürgen, die Leute mit Diffamierung nicht einzuschüchtern. Wie ihr wisst, Geschichte wiederholt sich. Wenn man vergangene Ereignisse und Verhaltensmuster auf heute projiziert, dann kann man aus Geschichte sehr viel lernen. Machen wir darum mal einen kleinen Abstecher in die Geschichte. Ich bin keine Expertin, aber ich kenne mich in einigen Zeitepochen ein bisschen aus. Und ich dachte, wenn euch solche Dinge auch interessieren, dann würde ich gerne aktuelle Ereignisse vermehrt in den historischen Kontext setzen. Und schreibt es mir doch in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt. Und wenn ich mal zu tief irgendwo in die Vergangenheit abrutsche, dann sagt es mir ruhig, ist überhaupt kein Problem. Also, wir sind im Jahr 27 vor Christus und besonders von der römischen Politik kann man einiges ableiten. Da ist zum Beispiel das Self-Marketing der Politiker, wenn sie das Volk für ihre Zwecke beeinflussen wollen. Nehmen wir den Kaiser Augustus. Kurz für jene, die es nicht präsent haben. Augustus war von 27 vor und bis 14 nach Christus Alleinherrscher des Römischen Reiches. Er ging als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Kaiser in die römische Geschichte ein, obwohl oder gerade weil er einer der besten Manipulatoren war. Er war zwar angetreten, um die Republik wiederherzustellen, aber in Wirklichkeit hat er sie abgeschafft und die dauerhafte Monarchie eingeführt. Die Republik war vor Augustus Zeiten ein, sagen wir, halbdemokratisches Regierungssystem. Da durften alle Ämter nur ein Jahr lang besetzt sein, es gab keine zweite Amtszeit. Die Amtsinhaber kontrollierten sich gegenseitig und konnten bei Entscheidungen Veto einlegen etc. Also nicht eine Demokratie, wie wir sie heute kennen, aber auf jeden Fall ein sehr viel demokratischeres System als jenes, das dann Augustus einführte. Aber Augustus hat das geschafft und das ist meine Interpretation der Quellen aufgrund seines Self-Marketings. Denn damit hat er das Volk überzeugt, dass eine Monarchie besser ist als eine Republik, obwohl sein System die Vorherrschaft eines Einzelnen möglich machte,
also ihn zum Alleinherrscher machte. Ja, was aber war an Augustus Self-Marketing so speziell, dass er ein ganzes Volk damit beeinflussen konnte? Ja, zum einen hat Augustus sich stets mit der Gottheit Venus in Verbindung gebracht und sich als Nachkomme der Götter geriert. Das ist die berühmte Augustus-Statue von Prima Porta. Sie präsentiert ihn mit Eros zu seinen Füßen, den Sohn der Venus, der auf einem Delfin reitet. Augustus wollte, dass die Bürger glaubten, dass Gott ihn unterstützte und schützte. Diesen engen Bezug zu den Göttern vermarktete Augustus, um das moderne Wort zu benutzen. Indem er nämlich seine göttliche Beziehung einer breiten Masse demonstrierte, legitimierte er sich selbst als Alleinherrscher. Ja, und zum anderen, er ließ sich als bedachten Anführer verewigen. Und jetzt kommt das Einzigartige. Vor Augustus haben sich Feldherren und Staatsmänner stets als Kriegsherren präsentiert, beziehungsweise präsentieren lassen. Caesar hat Büsten von sich herstellen lassen, die ihn stets stark zeigten als alten, weisen Mann. In diktatorischer Manier. Schaut euch mal den Unterschied an. Und auf einmal kommt also der Augustus daher und lässt sich ganz anders darstellen. Alterslos, natürlich gottgleich, aber mit bescheidenem Gesicht, lieblich, fast ein bisschen schüchtern, ein nahbarer Leader. Augustus war ja auch massiv unter Druck von allen Seiten, also Senat, Volk, Feinden außerhalb des Imperiums. Ja, und diese Gesichtszüge, die passten zu seiner Agenda, als bescheidener Mann zu gelten, der Teil des Volkes ist. Er versuchte sich nicht als autoritärer Herrscher abbilden zu lassen, sondern als einer von ihnen. Ja, und das war ein sehr smarter Move, auch weil er ja seine Macht mit dem Senat teilen sollte. Sollte, denn in Wahrheit musste der Senat seinen Befehlen immer zustimmen. Selbstverständlich ist die Statue weit davon entfernt, realistisch zu sein, aber er hat das ganz subtil und fein angestellt und es hat funktioniert. Nur die allerwenigsten zweifelten an seinem positiven Image, stellten es in Frage, waren skeptisch und wenn, dann sowieso eher heimlich. Ja, und dass die Repräsentation der Staatsmänner damals so wichtig war, weist ja auch darauf hin, dass Macht im Römischen Reich eng verbunden war damit, wie die Leute ihren Leader wahrnahmen. Ja, und unter Augustus hat sich dieses System des Alleinherrschens bewährt. Er hat die Bürgerkriege beendet und indem er erfolgreich Expansionskriege geführt hat, war es ihm möglich, die Stadt Rom enorm aufzuwerten. Mit exzessiven Bauwerken und viel Marmor beeindruckte er das Volk. Er hat ihm auch eine lang anhaltende Friedensphase geschenkt. Aber nach Augustus hatte diese quasi diktatorische Vollmacht, die in der Familie des Herrschers ja praktisch weiter vererbt wurde, folgenschwere Auswirkungen gehabt. Denn nicht alle Nachfolger waren weitsichtig und klug wie Augustus. Kaum einer konnte dann auch an seinen Erfolg anknüpfen. Die kurzlebigen Regierungszeiten der Monarchen schmälerten ihre Macht und führten zu raschen und oberflächlichen Zielen, anstatt zu langfristigen Plänen. Ja, und somit auch zu politischer Instabilität, während sie gleichzeitig die Armee stärkten und das Volk schwächten. Die kurzen Regierungszeiten, die sind aber nur ein Beispiel. Aber war das System erstmal eingeführt, dann kriegte man es kaum mehr los. Ja, wir haben es gut und leben heute in einer Demokratie. Aber es gibt gewisse ähnliche Mechanismen. Was früher Statuen oder auch Münzen waren, die den Herrschenden als Imagepflege dienten, ist heute das Virtue Signaling bei Twitter oder Auftritte bei Maischberger. Es ist 1:1 dasselbe. Politische Propaganda. Die Massen beeinflussen, überzeugen, auch verführen. Das war schon immer so und es wird immer so bleiben. Und es ist per se und besonders in einer Demokratie mit ihren Mechanismen überhaupt nichts Schlechtes. Aber darum, die Geschichte zeigt, eine gesunde Portion Skepsis an der Obrigkeit und an den Mächtigen ist trotzdem immer angebracht. Und es ist gefährlich, das Wort Skeptiker ins Schlechte zu drehen. Denn es läuft einerseits darauf hinaus, dass immer mehr wichtige, kritische Stimmen sich nicht mehr trauen, sich öffentlich zu äußern. Und andererseits, dass man dem Staat oder Megakonzernen wie Google die Macht aushändigt, zu entscheiden, welche Theorien und Ansichten die richtigen sind. Mit dem Risiko, legitime Vorbehalte und auch politische Opposition abzuwürgen. Wenn unsere Gesellschaft nicht mehr erträgt, dass gewisse Anordnungen der Politik oder Theorien von Wissenschaftlern, Ethikern, von der Meinungselite oder des Meinungsmainstreams hinterfragt werden, dann hat die Gesellschaft wirklich ein Problem. Hinterfragen, verschiedene Quellen anhören, nicht alles akzeptieren, reflektieren, auf nüchterner und pragmatischer Ebene, das ist etwas Gutes. Wir sollten behutsam damit umgehen, denn nicht alles, was einmal stark verbeult war, wird wieder vollständig gesund.